Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Pamu und wir schauen uns heute die Felsbrunnen 22 an. Beziehungsweise, ne? Ihr wisst schon. Aber das ist jetzt auch schon wieder eine, ja, dementsprechende andere Version, so wie es ausschaut. Denn die Felsbrunnen ist ja jetzt auch schon mal ein bisschen, ne? Ist schon ein paar Tage her, dass sie auch mal rausgekommen ist. Aber der Modder, beziehungsweise die Modder schreiben dazu, diese Map wurde aus dem 19er in das 22er rein konvertiert und modernisiert. Ja, da bin ich mal gespannt, was wir eben halt dann hier als Modernisierung ja, sehen werden. Klar ist, dass jetzt hier der Hof genauso ist wie aus dem, ja, wie aus dem 19er als eben halt Standardhof. Einzigster Unterschied, was wir jetzt aktuell hierzu jetzt haben, ist, wir haben jetzt hier kein New Holland Drescher stehen, sondern jetzt einen Deutz Topliner. Und auch hier haben wir eine kleine Veränderung. Wer sich noch daran erinnern kann, war hier eben halt dieser schöne alte Fiat Flapper bzw. Bulldog stand hier. Da haben wir jetzt zum Beispiel einen etwas älteren Ferguson jetzt stehen. Ja. Wobei ich jetzt aber auch sagen muss, der bzw. die Modder schreiben, dass es eben halt nur eine PC-Version gibt, also nur für PC und Mac aktuell. Ob es eine Konsolenvariante gibt, kann ich leider nicht dazu sagen, kann ich dazu aktuell nichts sagen. Aber die Eigenschaften hiervon, ja, ist ja ganz klar, wir haben einen Shop, wir haben einen Viehhändler, wir haben ein Sägewerk, eine BGA, ein Zugsystem, Hof mit Gebäuden und Fahrzeugen, 19 Produktionen, 6 Verkaufsstellen, 58 kaufbare Farmländer. Davon sind dann 38 Felder, 100 verschiedene Sammelstücke, Position Farming, Ackergras als neue Feldfrucht drin. Und ja, Hofproduktionspack von ja, der lieben Oma Tanne wurde verbaut. Viele neue, ja, malbare Dekorationen, alle Standardfunktionen ebenfalls drin. So. Des Weiteren schreiben der Modder bzw. die Modder exklusiv auf dem PC mehr Bodenwinkel, realistische Stoppelzerstörung und funktionierende Ampeln. Naja, wir brauchen dazu auch noch 3 weitere Mods, damit die Map überhaupt auch dann ja, funktioniert bzw. fehlerfrei läuft. Ja, aber wie man schon mal hier sieht, ne, wir hätten auch hier glaube ich so, guck mal da, Sammelobjekt. So, können wir sogar gleich mal aufsammeln. So. Die sind natürlich jetzt auch überall verteilt. Ne? Wie gesagt, in der Beschreibung steht drin, dass es 100 versteckte Sammelstücke gibt. Ist natürlich ein sportliches Unterfangen, die dann alle zu suchen. So. Aber wir schauen uns mal ganz kurz mal die PDF-Map mal kurz an. Und wo wir dann auch dementsprechend drauf gucken können, was wir jetzt alles jetzt hier drauf verbaut haben. Ja, wer sich eben halt noch an den, ja, als an die Felsbrunnen aus den 19 noch ein bisschen dran erinnern kann, da hatten wir auch hier oben eben halt das Sägewerk. Hier haben wir jetzt zum Beispiel eine Traubenverarbeitung. Dann hätten wir hier einmal das Getreide, die Getreidemühle. Ja, die Tankstelle ist auch noch da, wo ich mich noch dran erinnern kann. Dann hätten wir noch eine Biomasse-Heizkraftwerk, ist hier verbaut auf der Karte. Ja, eine Werkstatt, unser Fahrzeughändler haben wir hier dann noch. Dann hätten wir den Gesteinsbrecher mit drauf. Ja, eine Hofproduktion verputzt hätten wir hier zum Beispiel drauf. Agri-LB, ja, wieder Agri-LB im Zug mieten. Dann hätten wir noch hier unten in dem Bereich, gehen wir einmal kurz hin, die Müsli-Fabrik. Die Müsli-Fabrik, ah, Entschuldigung für den Versprecher, ja, und eben halt dann auch hier eine Kalkstation mit dabei. Ja, gegenüber hätten wir noch eine Getreidemühle, die wir noch kaufen können, wie auch eben halt ein Hafen Süd als Verkaufspunkt. So, gehen wir mal hier drüben hin, da sind wir dann auch noch hier in den Nachbargebäuden, da hätten wir noch. Denn das ist das alles noch. So, dann
Gehen wir einmal über den kleinen Teich hier. Also hier hätten wir an unsere Molkerei so ein bisschen versteckt. Auch hier hätten wir nochmal ja, zwei weitere Punkte. Einmal das Hotel, wo wir auch unsere Güter verkaufen können. Die ja, Schokolatier hätten wir noch hier als Produktion, eine Spinnerei. Eine Käserei hätten wir dann auch noch zum Beispiel, eine Bäckerei verbaut, eine Schneiderei noch verbaut. Und hier eben halt dann auch diverse Verkaufspunkte. Hier oben noch, haben wir noch ein Gasthaus, wo wir dann auch dementsprechend ja, unsere Güter verkaufen könnten. Direkt hier an der kleinen Burg, wo man eben halt dann auch hoch kann. Ja. Jetzt, ne, fliegen wir einmal kurz hier drüber. Der Viehhändler ist auch noch da, wo er mal zu der damaligen Zeit war. Also wie gesagt, ist jetzt nichts ja, Neueres, beziehungsweise doch ein bisschen neuer ist es schon, ein bisschen moderner ist es schon. Wir hätten hier unten jetzt zum Beispiel noch ein Pferdestall noch mit dabei. Ja. Hier hätten wir dann auch noch mal. Oder was war das jetzt noch mal? Muss ich schon mal kurz schauen. Das wäre der östliche Zugsilo. Und ja. Dann kann man dann direkt hier vorne noch den Zug sich mieten. Gehen wir ein Stückchen weiter. Dann kommen wir dann hier eben halt dann auf der rechten Seite zu unserer BGA. Was jetzt hierbei jetzt wiederum interessant ist, ist, dass wir jetzt hier bei der BGA ein, ja, eine Silageproduktion haben. Worüber wir dann eben halt an diesen Gärprozess etwas beschleunigen können. Jetzt nicht unbedingt jetzt in die Fahrsilos rein, sondern können es dann direkt dann hier abkippen und können es dann weiter verarbeiten. Ja, Produktion kaufen können wir schon mal für eben halt dann 20.000. Die BGA wird natürlich auch dementsprechend wohl einiges kosten. Ja, sehen Sie mal, knapp 1,3 Millionen für eine 500 kW Biogasanlage. Ja, dann hätten wir hier direkt hier nebenan nochmal so ein kleines, ja, beziehungsweise so eine kleine Fläche, wo wir eben halt dann auch nochmal die ein oder andere, ja, Produktionsstätte haben, beziehungsweise Verkauf haben, wie zum Beispiel den Hafen Nord, eine Zuckerfabrik und eine Ölmühle hätten wir da. Eine kleine Tankstelle hätten wir ja auch nochmal. Wie gesagt, es sind einige Bereiche, was man eben halt noch so kennt aus dem 19er letzte her. Aber es sind eben halt dann auch so ein paar Andeutungen für eben halt etwas Neues. So. Oh, verkehrte Taste gedrückt. Ja, jetzt kommen wir dann hier oben hin. Hier hätten wir dann auch die nächste Position, wo wir dann auch hier drauf zugreifen können. Also das nördliche Silo und direkt danach dann die Hofalpenproduktion. Eben halt im, ja, also die Hofproduktion in Alpenstil. So ein bisschen gehalten. Ja gut, wenn man sich jetzt so die Felder anschaut, die sind definitiv genauso noch wie im 19er waren. Aber ist jetzt auch nichts Schlechtes, denn der eine oder andere hatte da natürlich auch seinen Spaß dran gehabt. Ja, der, wie gesagt, der Shop ist auch hier ein bisschen moderner gestaltet. Ja, im Großen und Ganzen gibt es ja sonst nichts dementsprechendes großartig zu sagen, außer dass wir eben halt dann Oliven und Trauben noch mit dabei haben, mit hier drauf haben, was wir dann nutzen könnten, und eben halt dann wir einmal hier das Ackergras als, ja, neuen Fruchttyp haben. Ja, und wie man sieht, wir haben hier auch relativ viele Verkaufsmöglichkeiten, wo wir das unsere Güter ja auch verkaufen können, wie zum Beispiel jetzt beim Gasthaus, Getreidemühle, Hafen Nord, Hafen Süd, Hofproduktion im Alpenstil, Hofproduktion verputzt, Hotel, ne, Hugentobler und am Supermarkt. Also wir können da auch unsere Güter dementsprechend ja, weitreichend auch anbieten. Ja, mehr gibt es erstmal in der Hinsicht erstmal nicht zu sagen. Wie gesagt, außer eben halt dann, dass es die
Map eben halt aktuell nur für PC und Mac gibt. Ob es da noch eine Konsolenvariante gibt, kann ich euch leider nicht sagen. So, aber wir schauen uns auch noch mal. Okay. Ja, wie man schon mal sieht, wir haben hier so einige Warnings drauf. Aber wie gesagt, bei mir läuft es aktuell. Aber wie man sieht, ja. Wir haben, wie gesagt, nur Warnings drauf aktuell, aber keine, ja, Errors, keine Luas. Das ist auf jeden Fall auch schon mal gut. Vielleicht müssten sich dann da der Modder bzw. die Modder nochmal hinterhängen. Also wie gesagt, wir haben einige Warnings drin stehen. Ja. Aber wenn ihr eben halt Interesse an dieser Map habt, die findet ihr aktuell bei ModHub. Gibt es aktuell nur für den PC und Mac. Ja, und wenn euch so diese kleine Vorstellung gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen da, lasst gerne ein Abo da und die Glocke nicht zu vergessen, um immer auf dem neuesten Stand zu sein. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und sage Tschüss und Ciao, bis zum nächsten Mal.